Zug. Oh ja, geht mir nicht auf und sagt, da quatschen mir die einen erstmal zu und dann am Ende, ne? Ich darf ja nicht, ne? Gib mir das alles auf den Zinkel. Da hast du keine Chance, irgendwas zu machen. Ich habe leider keine Möglichkeit, irgendwas zu machen, außer dieses eine Rennen. So. Sorry, ich musste noch mal ganz kurz schnell irgendwo hin und jetzt geht's weiter. Ja, leicht verdientes Geld. Es wäre total toll, wenn man dieses leicht verdiente Geld auch mal holen würde. Aber da gibt's ja immer noch irgendwas, was mir dann auf den Sack geht. Entgegenblickt. Eine Zukunft, in der Kinder nachts die Straße entlang laufen können. In der deine Mutter nicht vor Sonnenuntergang zu Hause sein muss. In der die Dunkelheit der Nacht deine älteren Nachbarn nicht in Angst und Schrecken versetzt. Holden Parker der Dritte fordert mehr Straßenlaternen, um uns zu zeigen, wie hell die Straßen unserer Stadt sein können. Ich bin Holden Parker der Dritte. Und ich möchte eure Gelder in Lakeshores strahlende Zukunft investieren. Das Leben ist schwer. Aber Geld macht alles viel einfacher. Spendet jetzt für meine Kampagne. Wovon redet der Typ? Das ist nicht das Lakeshore, das ich kenne. So. Ja, leider, wie gesagt, ich wundere mich, warum auch immer, der mir jetzt... Ja, dieses Rennen ist ein bisschen sehr frustrierend. Ich habe die Folge tatsächlich gelöscht. Eigentlich wollte ich sie ja hochladen, aber wie gesagt, es bringt ja nichts, wenn man gefühlt... Beim 10. Versuch immer noch nichts geschissen bekommen, weil immer irgendwas passiert im Rennen. Beim letzten Versuch war es ganz einfach. So erklärbar ist einfach so, dass ich dran war am Führenden in der letzten Runde und ein NPC meinte, ich stehe mitten auf der Straße. Ich habe einfach ich bleibe einfach da mal mitten nicht stehen, ne? Damit du da reinfährst. Ja, und das ist immer wieder das Gleiche. Ist die Schade. Du gehst mir so auf den Sack eigentlich mit deinem Scheiß, ey. So, dann wetten wir mal. Das Rennen liegt mir im Blut. Na, du gehst mir schon wieder auf den Sack. So, jetzt bin ich mal führender, aber wir laden hier noch. So, damit ich da natürlich wieder nicht der Erste sein darf, weil da muss. Es müssen ja immer dieselben sein. Ja, Obi, geh mir nicht auf den Senkel jetzt. Ja, ja, das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Oh. Glück gehabt, dass wir beide in die Wand sind. Ich nehme es mit. Geht da weg, Mann! Der Way ist dran, okay. Die Streife hilft euch aus! Das war ein echt gutes Rennen. So, ich fahre jetzt etwas sicheren Weg, weil da oben immer irgendwas passieren kann und hier unten natürlich auch. Kein Justitia? Die ist weit, weit weg? Okay. Nee, nee, diesmal nicht. Also wie gesagt, ich war jetzt ein bisschen frust, hab frust geschoben, wie gesagt, hab die Folge gelöscht. Und jetzt fahre ich das Ding quasi zum ersten Mal wieder, weil sich eh nichts anderes übrig bleibt. Und gewinne! Auf Anhieb! Ja gut, Justitia, die hat nur Dobi, haben beide ihren Fehler gemacht. Die sind nämlich beide in die Balustrade rein.
Und wir haben es gewonnen. Wir haben die Kohle mitgenommen. Goldbelohnung 1800, die nehmen wir mit. Gerne 5 Sekunden Vorsprung. Okay. Justitia ist sogar raus. Justitia ist sogar raus. Die beendet. Okay, die war einfach weit, weit weg. Okay. Ich nehm's mit. Ich nehm die Kohle mit, gerne. Direkt sind bitte. Zwei Kopf sind da mir noch. Ist bei Paymore entwischt. Such das Gebiet ab. Ja, ihr seid weg. Nochmal 1000. Zu verstecken. Naja, wir haben es hauptsächlich irgendwie geschafft. Wir haben jetzt 2000, 3000 noch was. Ich brauche eigentlich ein bisschen Kohle, um... Ja gut, ich habe jetzt wieder Eventsmöglichkeiten, weil ich Stadtgeld bezahlen kann. Jetzt immer. Das Gute ist, hier sind nämlich die Leitplanken zerstörbar. Moin, ich muss mal da durch. So, er war mit. Safe. So, wir gehen in die Nacht. Du bist also in Cyril Heights aufgewachsen? Mom ist früh gestorben. Dad hat mich großgezogen. Kenn ich. Bin quasi in der Werkstatt aufgewachsen, verstehst du? Bei diesem Event erhält der Gewinner ein Auto. Also los jetzt, das willst du doch in deiner Sammlung haben. Oh ja, eigentlich schon. Gut, und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, ob wir das Auto gewinnen können. Bis dahin, tschüss.